Für viele Afroamerikanerinnen sind ihre Haare eine wichtige Angelegenheit. Hier in Baltimore im US-Bundesstaat Maryland gibt es an jeder Ecke Friseurgeschäfte. Flechten, glätten, Dauerwelle, färben, es gibt viele Möglichkeiten. Doch die meisten wollen eine Haarverlängerung mit fremden langen Haaren. Diese Haare sind leichter als meine eigenen zu pflegen. Ich kann einfach aufstehen und losgehen. Auch wenn es teuer ist, das ist eine gute Investition. 2 Stunden unter den magischen Händen einer Friseurin und die Kundin ist glücklich. Ihre Haare sind nicht wiederzuerkennen, sie sind weicher, heller, länger. Die Extensions wirken so natürlich, weil sie aus echtem Haar sind, das aus Indien, Indonesien oder Brasilien importiert wird. Haare sind ein Milliardengeschäft in den Vereinigten Staaten. Pro Jahr geben Afroamerikanerinnen durchschnittlich umgerechnet mehr als 1.400 Euro für ihre Frisur aus. Haarimporteure wie George Sidner verdienen sich dabei eine goldene Nase. Als ich das Geschäft 2007 erkannt habe, war für mich alles klar. Gestern habe ich wieder 1 Kilo verkauft, $900 für 45 Zentimeter. Wie viel er bisher mit Haaren verdient hat, bleibt sein Geheimnis. Und die Afroamerikanerinnen sind glücklich, solange sie nur ein bisschen mehr wie ihre Stars aussehen können.